Am sechsten Tag der BMW Open, da kam endlich die Sonne raus und das Thermometer, das stieg mal über 10 Grad. Darüber freuten sich nicht nur die Besucher hier auf der Anlage beim MTTC Iphitos, nein, natürlich auch die Spieler, die hatten gleich viel mehr Laune, auf den Ball draufzuhauen. Seiner Favoritenrolle gerecht wurde der Italiener Fabio Fognini. Er besiegte Michael Kukushkin aus Kasachstan in 2 Sätzen mit 6:3 und 7:5. Und nun steht er hier an Nummer 5 gesetzt im Viertelfinale. Seinen zweiten Sieg bei den diesjährigen BMW Open feierte Alexander Sascha Zverev. Darauf besteht er, so möchte er gerne genannt werden, Sascha. Er hat seinen ja vermeintlichen Angstgegner Lukas Rosol besiegt. Dreimal zuvor trafen die beiden schon aufeinander. Dreimal hat Sascha Zverev verloren, aber diesmal, da hat er ihn in die Knie gezwungen. Gegen Rosol habe ich gestern auch noch ein paar Videos geschaut und mit meinem Bruder, mit meinem Vater noch mal besprochen, was ich falsch gemacht habe, was ich besser machen kann. Und das habe ich heute auch gut gemacht und gut umgesetzt dann. Der erst 19-jährige Deutsche spürt hier beim Turnier, dass auf ihm große Hoffnungen lasten. Viele der Fans feuerten ihn an und sehen in ihm schon einen möglichen neuen BMW Open-Sieger und natürlich auch einen Top-10-Spieler. Natürlich, immer wenn du in Deutschland spielst, ich fühle mich immer sehr wohl. Ich liebe es immer vor einigen Publikum zu spielen. Die Leute sind immer hinter dir und ich mag deutsche Turniere sehr. Gegner von Sascha Zverev im Viertelfinale ist David Goffin, der Belgier, der hier bei dem BMW Open in diesem Jahr an Nummer 1 gesetzt ist. Ja, der ist ein sehr, sehr guter Spieler, ist auf einem guten Weg in die Top 10, hat sehr gut dieses Jahr in Indian Wells und Miami gespielt, hat zweimal Halbfinale bei solchen Turnieren gespielt, deswegen ist er gut in Form gerade und es wird ein schweres Match auch. Klar ist David der Favorit, so auch wie er in der letzten Zeit gespielt hat, aber die beiden Matches davor, auch gegen Rosol heute, habe ich echt das Gefühl gehabt, dass ich gut gespielt habe. Und mit dem Gefühl gehe ich halt ins Match und wenn ich morgen genauso spiele, dann werde ich auch meine Chancen haben. Unerwartet schwer tat sich der hier an Nummer 1 gesetzte Belgier David Goffin. In seinem Spiel gegen Victor Estrella Burgos aus der Dominikanischen Republik, da brauchte er 3 Sätze, um in die nächste Runde einzuziehen. Den ersten Satz, den gab er mit 5:7 ab, dann aber mit 6:3 und 6:2 entschied er die nächsten beiden Sätze für sich und nach 2 Stunden und einer Minute stand dann fest, dass David Goffin ebenfalls im Viertelfinale der BMW Open steht. Und auch der zweifache Sieger der BMW Open, Philipp Kohlschreiber, steht im Viertelfinale. In einem rein deutsch-deutschen Duell besiegte er Florian Mayer in 2 Sätzen und zog nach 6:3 und 6:2 in die nächste Runde ein.